Ja, ich teste jetzt gerade mal mein Sony Pro 80. Das war mein allererster Weltempfänger, der ja auch als Scanner zu benutzen ist. Sieht ja auch so aus wie ein Scanner. Und ich fand den damals halt, als es den noch in den Geschäften gab, unglaublich schön. Und der war aber unbezahlbar teuer für mich damals. Und 2010 hatte ich also angefangen, mich wieder mit diesem Radiozeug zu beschäftigen oder überhaupt erstmal. Und hatte mir den dann gekauft und wusste dann aber auch schon, dass man auf die Elkos und Kondensatoren achten muss, dass die ausgewechselt wurden. Das war bei diesem Gerät der Fall. Aber trotzdem nach 2 Jahren ging nur noch FM, also nur noch UKW und ja, Flugfunk. Nee, Flugfunk auch nicht. Ist ja auch AM. Ja, und AM ging gar nicht mehr. Und dann hatte ich das Gerät, nachdem ich im Internet auch nichts gefunden hatte, mal eingeschickt. Aber der konnte auch nichts finden. Und jetzt gerade. Kürzlich habe ich zufällig den Uwe aus Berlin ausfindig gemacht und der hat sich wohl auf diese Geräte spezialisiert und meinte, ja, das müsst ihr wohl hinkriegen. Und jetzt habe ich es gerade gestern wieder zurückbekommen und bin sehr glücklich, dass es jetzt wieder auch auf Kurzwelle und Langwelle und Mittelwelle funktioniert. Jetzt teste ich es erstmal nur so mit der Teleskopantenne. Da muss man natürlich weit weg von allen Störquellen, möglichst nah am Fenster sein. Das ist jetzt Kuba, ist jetzt aber noch ein bisschen zu früh für Kuba. Ein bisschen kommt aber schon. Aber ich mache gleich mal mit der Loop-Antenne. So, was haben wir noch? Mittelwelle, der hat eine eingebaute Ferrit-Antenne. Also durch Drehen kann man sich also dem Sender anpassen und dann die optimale Einstellung finden. Der hat er mir dann noch eine auf meinen Wunsch eine orangefarbene Beleuchtung eingebaut, die mir besonders gut gefällt. Das ist Luxemburg. Das ist England, Radio Michael. Das ist so eigentlich ein indischer Sender. Nicht, weil ja die Engländer mit den Indern viel zu tun hatten. Aber er kann auch SSB. Das ist jetzt Pinneberg, obwohl er erst ab 150 Kilohertz anfängt. Da ist er. Kriegt man ihn gerade so rein. 147,3 ist Pinneberg. Und man kann hier oben halt mit dem Regler das dann nochmal so hinbiegen, dass er es gerade so empfangen kann. So, dann gehen wir mal in den zweiten Bereich. Da habe ich ein paar UKW-Sender abgespeichert. Frankfurt und Bad Homburger Kreuz Einwandfrei ist durchgezogen ein durch eine Ölspur. schwieriger Sender für mich hier. Nürnberg ist in Höhe. Das ist Rheinland-Pfalz. Das ist ein lokaler Sender. Der ist nicht schwer. Aber der hier ist manchmal ein bisschen knifflig. Zwischen Bernau und Aber Dreieck-Inntal fährt ein gar schwerer kein Nord Problem. fährt Ja, Richtung wunderbar. A66 Richtung Bin ich jetzt Frankfurt. richtig froh, dass das Gerät wieder funktioniert. Und jetzt werde ich mal weiter mit
mit einer externen Loop-Antenne nochmal probieren. Um eine externe Antenne an das Gerät anschließen zu können, braucht man einen Adapter von TNC auf BNC. So, das ist jetzt der Grieche, den hatten wir eben schon mal gehört. Jetzt mit der Presse-Loop-Antenne, da kann ich hier also abstimmen mit dem Knopf. Und mit dem rechten kann ich ja die Verstärkung einstellen. Mehr ist nicht unbedingt immer besser. Dann könnte ich hier auch noch an der Richtung der Antenne was ändern. Das ist oft sehr wichtig, weil die sind immer richtungsempfindlich, diese Antennen. An der Abstimmung. Ja, dann kann ich auch Langwelle, muss ich hier aber den Bereich umschalten auf Position 1, dann geht er ab 100 Kilohertz. So, und jetzt, und hier sieht man ja die Ferritantennen. Das sind eigentlich zwei. Eine für Mittelwelle, eine für Langwelle. So, so ist es am besten. So, RTTY. Ja, ich habe jetzt mal die Rahmenantenne dran gemacht, weil die ist jetzt speziell für Langwelle ausgelegt. Die hat natürlich den besten Empfang. Und jetzt dekodiere ich halt das Signal mit Hamscoped RTTY und habe dann, wenn jetzt nicht gerade eine Warteschleife ist wie jetzt, kommt dann normalerweise der Seewetterbericht. Ist jetzt aber auch ganz schön gestört, der Empfang. On s'est déjà parlé, c'est ça? Me disait Sonia. Oui, il y a combien de temps?